Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Passend zu den momentanen Wetterverhältnissen und zu den Temperaturen ein Vortrag zur Hypothermie in der Präklinik. Der Bernhard hat so schön den Vortragstitel gewählt, gut gekühlt oder tief gefroren. Mir ist daraufhin dieses Bild eingefallen. Das Bier war sehr gut gekühlt, der Schaum war bereits gefroren. Was hat es da mit zu tun? Die Außentemperatur hat minus 28 Grad betragen. Die Wassertemperatur da drin 40 Grad, das Ganze war in der Schweiz. Das Bier hat ungefähr 3 Grad gehabt und die Körperkerntemperatur war, solange wir im Whirlpool waren, sehr gut. Das Problem war, dass wir noch ungefähr 100 Meter in so einer Hütte, die aber nicht beheizt war, unser Skigewand wieder anziehen mussten. Und da haben wir diverse Erfahrungen gemacht über die Hypothermie. So, hinein die Definition, das Absinken der Körperkerntemperatur unter 35 Grad, definiert man als Hypothermie oder Hypotherm. Es wird unterschieden unter der primären akzidentiellen Hypothermie ohne Vorerkrankung und die sekundäre Hypothermie, die unter anderem eben Thermodysregulation mit zentralen Ursachen hat, sowie Schädelhirntrauma, Tumore, Intoxikation, Pharmaka, der erhöhte Wärmeverlust, Iatrogen, Hauterkrankung, Polytrauma, aber auch die verminderte Wärmeproduktion über körperliche Erschöpfung, neuromuskuläre Schwäche, endokrinologische Ursachen. Das Ganze kann natürlich auch miteinander zusammenhängen, also die primäre und die sekundäre. Das Ganze kann sich natürlich potenzieren. Die Arten des Wärmeverlusts, also was hatten wir, als wir aus dem Whirlpool ausgestiegen sind, durch die Konduktion, die Wärmeleitung, das Laufen barfuß auf dem Schnee, die Konvektion, die Wärmeabgabe über Luft, dort oben am Gipfel hat es ziemlich gezogen, die Abstrahlung von unserem leicht aufgewärmten Körper in der kalten Umgebung und die Verdunstung war dort sehr deutlich zu spüren, natürlich über die nasse Haut vom respiratorischen System, bei uns in dem Fall nicht ganz so sehr. Die physiologischen Veränderungen, die Hibernation, wie man das bezeichnet, also im Prinzip das Überwintern oder das Herabsenken des Körpersauerstoffbedarfs, wie die Tiere, die Winterschlaf halten, das tun, das können wir bis zu einem gewissen Grade auch. Es sind ungefähr 6% pro Grad, die unser Körper den Sauerstoffbedarf hinabfährt. Das bedeutet, dass wir bei 28 Grad Körperkerntemperatur ungefähr einen Sauerstoffbedarf von 50% haben und bei 18 nur noch ungefähr 19%. Das Herz-Kreislauf-System beginnt, wenn wir die Körperkerntemperatur, also wenn wir uns abkühlen oder beginnen zu unterkühlen zwischen 36 und 34 Grad, zunächst natürlich mit einer Herzfrequenzsteigerung. Der Blutdruck steigt an, das Cardiac Output geht hinauf und umso weiter die Temperatur, die Körperkerntemperatur hinabgeht von 34 auf 32, geht das Ganze hinunter. Unter 32 kommt es immer weiter zur weiteren Senkung der Herzleistung und unter 24 beginnt meistens das Kammerflimmern bis zur Asystolie. Das ist relativ schwankend, es gibt Fallberichte, wo Körperkerntemperaturen mit drüber und bereits Asystolenpatienten beschrieben werden und auch zum Teil Kinder sogar, die unter 20 noch 20 Grad Körperkerntemperatur einen spontanen Kreislauf hatten. Was haben wir weiter für Veränderungen im EKG zu sehen? Zum Beispiel unter 32 Grad beginnen die QRS-Komplexe breiter zu werden. Die QT-Zeit verlängert sich und diese J- oder Osborne-Welle ist teilweise zu sehen. Ich habe ein paar Hypotherme-Patienten gesehen, aber ich habe diese J- oder Osborne-Welle noch nie gesehen. Reini, wie schaut es bei euch aus? Noch nie. Okay, es sind sehr wenige, die das immer also berichten, aber es gibt sie anscheinend. Supraventrikuläre und ventrikuläre Extrasystolen mit abnehmender Körperkerntemperatur nehmen die Arrhythmien zu. Respiratorisch zunächst beginnt das Ganze mit einer leichten Hyper- oder Hyperventilation, was zu einer leichten respiratorischen Alkalose führt. Im Stadium 2, kommen wir gleich zu den verschiedenen Stadien, kommt es dann eher zur Hypoventilation mit einer gemischt metabolisch-respiratorischen Azidose und des Weiteren zur Konstriktion der Bronchien. Das kennen wir von den ganzen Langlaufsportlern, die kälteinduzierte Bronchikonstriktion, die immer angegeben wird, damit man
Bronchodilatatoren einnehmen darf. Der Atemantrieb nimmt ab, die CO2-Produktion nimmt natürlich gemäß auch des Umsatzes einfach und des Sauerstoffbedarfs ab und der PAP steigt an. Zerebral habe ich jetzt nur aufgefüllt, unter 20 Grad kann sich ungefähr, kann man sagen, dass das EEG isoelektrisch wird und eigentlich keine Funktion zu sehen ist. Kurz noch zur Niere, es beginnt, das ADH nimmt ab, es kommt zu einer Kältediurese und die Gerinnung, das ist allseits bekannt, dass die Thrombozytenfunktion als auch die plasmatische Gerinnung bereits bei einem Grad Körperkerntemperatur, welcher, wenn er die Temperatur abnimmt, dass es da zu Gerinnungsstörungen kommt. Vorsichtig muss man immer sein, dass bei zum Beispiel beim Rotem oder anderen Verfahren das Testblut auf 37 Grad erwärmt wird und dadurch Koagulopathien unerkannt bleiben können. Die Schweizer Hypothermie-Klassifizierung hat sich eigentlich durchgesetzt. Das ist die Einteilung in 5 Stadien und sie korrelieren relativ grob die Körperkerntemperatur mit den klinischen Zeichen. Zunächst beginnt es eben, dass man im Stadium 1 zittert, also selber Wärme produziert. Die Leute sind bei Bewusstsein und orientiert. Es kommt zur peripheren Vasokonstruktion und wie gesagt, Herzfrequenz, Blutdruck und der ganze Metabolismus startet. Durch dieses Muskelzittern kann man bis zum 5- oder 6-fachen zur Wärmeproduktion beitragen. Im Stadium 2, zwischen 32 und 28 Grad Körperkerntemperatur, werden die Leute langsam somnolent und komatös. Sie beginnen Wahrnehmungsstörungen zu entwickeln, sie haben kein Muskelzittern mehr. Und da kommen oft diese Entscheidungsschwächen, retrograde Amnesie zu tragen. Oft bei den Höhenbergsteigern gibt es hier und da Berichte, dass die Leute sich beginnen auszuziehen. Das ist meistens in diesem Stadium, wenn die einfach Wahrnehmungsstörungen entwickeln, gar nicht mehr richtig spüren, wenn es immer weiter, immer komatöser werden, wie kalt es jetzt eigentlich wirklich ist. Also beim Hans Kammerland habe ich mal gelesen in einem Buch, er ist einmal in, glaube ich, 6800 Metern fast erfroren und er beschreibt es relativ so, dass er hat wunderschöne bunte Bilder gesehen, also der Kältentod oder das Erfrieren soll nicht der schlimmste Tod sein. Gut, im Stadium 3 haben die meisten eben kein Bewusstsein mehr, keine Schmerzreaktion und Arrhythmien vom Vorflimmern bis Extrasystolen gibt es da und im Stadium 4 von 24 bis 9 Grad, wie es jetzt heißt, gibt es eben diesen Scheintod. Die Lebenszeichen sind sehr schwer zu erkennen und man soll bis zu einer Minute nach Lebenszeichen nach Atmung und Kreislauf suchen. Die Arrhythmien nehmen fließend, sage ich mal, zu und enden eben im Flimmern bzw. in der Asystolie. Im Stadium 5, das ist unter 9 Grad, das weiß man eben, dass das eine Dame, die induzierte Hypothermie genossen hat, das war glaube ich, ein Fallbericht von 1957 bereits, das war die tiefste Temperatur, die man jemals bei jemandem gemessen hat und danach wieder erwärmt hat. Und 13,7 Grad ist das wirklich, was akzidentiell draußen irgendwo passiert ist und was jemand überlebt hat. Deswegen ist irgendwo das Stadium 5 bei 9 oder 13,7 Grad. Beziehungsweise, wenn der Thorax durchgefroren ist, spricht man dann vom Tod durch irreversible Hypothermie. Die Frage ist immer, jeder kennt diesen Satz, nobody is dead until warm and dead, also ist derjenige schon tot oder doch noch nicht. Was spricht denn für, wenn er ausgeprägte Zyanosenzeichen hat, warme Peripherie, also tot vor dem Abkühlen eigentlich eingetreten, da wird dann der Stefan wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen. Wann behandle ich jemanden, wie, wenn ich ihn zum Beispiel aus der Lawine ausgrabe, wie kann ich abschätzen, ist er jetzt schon, ist er erstickt oder erfroren? Also die kurze Kälteexposition bei guter Bekleidung spricht eigentlich nicht dafür, dass er jetzt an der Kälte gestorben ist. Tödliche Verletzung natürlich unter Serumkalium liegt dort bei größer gleich 12 Millimol pro Liter. Also wenn wir das messen, spricht das sehr viel dafür, dass derjenige nicht wieder das Ganze überleben wird. Gut, wie versorgen wir jetzt die hypothermen Patienten? Prinzipiell die Vitalfunktionen sollen gesichert werden, natürlich der Schutz vor weiterer Auskühlung und ein rascher Transport in das richtige Krankenhaus. Da komme ich dann darauf zu sprechen, welches das richtige Krankenhaus ist. Sollte natürlich vollzogen werden.
Die Frage ist immer, bei welcher Witterung kann ich welchen Patienten wie weit und unter welchen Umständen transportieren. Dann gibt es immer diesen Afterdrop oder diesen Bärungstod. Das ist eigentlich, dass man die aktive als auch die passive Bewegung möglichst meiden soll ab diesem Stadium 2 bis 3, dass man eben das warme Blut aus dem Körperkern nicht mit der Peripherie vermischt. Ja. Man hat durchaus gesehen, dass wenn die Leute schon monitiert waren und die Retter oder die Rettungsmannschaft die Patienten bewegt haben, dass dort zu einem weiteren Abfall der Körperkerntemperatur bis zu einem Grad gekommen ist in Kürze. Zu den Messmethoden kurz, in welchem Stadium bewegen wir uns jetzt, wenn wir denjenigen oder diejenige monitieren wollen, mit was können wir überhaupt monitieren. Da gibt es zum einen eben dieses Tympanonthermometer mit der Infrarottechnik. Das ist relativ ungenau und unzuverlässig bei tiefen Temperaturen. Also in der Herstellerbeschreibung von der Firma, glaube ich, Braun, was wir zur Verfügung haben, ist es zwischen 34, 35 und 42 Grad. Darunter wird es ungenau und die Herstellerbeschreibung besagt weiter, dass eben darunter kann sein, dass es misst oder nicht. Wir haben letztens jemanden in den Schockraum bekommen. Wir haben gefragt, ob sie die Temperatur gemessen haben. Wir haben gesagt, ja, haben sie, es stand nur low drauf. Und umgekehrt habe ich mit dem Gernot Wildner letztens eine Patientin, die Vierjährige, die in Bruck in die Mur gestürzt ist. Dort haben wir tatsächlich mit dem Thermometer 31,4 messen können. Und im Krankenhaus dann ist dann rektal 30,5 gemessen worden. Also dürfte es eigentlich relativ gut gestimmt haben. Weil sie sicherlich in der ganzen Zeit, bis wir dort waren, weiter an Temperatur verloren hat. Grundsätzlich sagt man aber, dass die Tympanonsonde, diese Thermistortechnik, das Mittel ist, was man verwenden sollte in der Präklinik, wenn man nicht eine Ösophagussonde zur Verfügung hat. Gerade in der Bergrettung ist diese Thermistortechnik oder dieses Tympanonthermometer hat, glaube ich, fast jede Ortsstelle. Das Problem ist, dass sie zwischenzeitlich nicht mehr hergestellt worden ist. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Es gibt angeblich irgendwann irgendwen, hast du gesagt, der wieder was auf den Markt bringt. Weil langsam gehen die Geräte aus, obwohl sie einiges aushalten, muss ich sagen. Aufpassen muss man natürlich, dass das Ganze abgedichtet wird, dass kein Wind hineinkommt, Schnee im Gehörgang ist oder kaltes Wasser. Und was immer wieder diskutiert wird, auch um die wirkliche Körperkerntemperatur zu erfassen, ist natürlich so, wenn derjenige asystol ist und eigentlich keine Durchblutung mehr vom Gehirn hat und ich messe dort oben die Temperatur, ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass sie niedriger ist als tatsächlich vielleicht noch im Körperkern. Also die Ösophagussonde ist eigentlich der Golden Standard. Im unteren Drittel sollte das Ösophagus sollte die platziert werden. Dass das Arrhythmien bei der Platzierung auslösen kann, ist beschrieben, aber ist immer wieder in Reviews wird gesagt, dass das vernachlässigbar ist. Ja, ich muss ja wissen irgendwie, und das gibt mir eigentlich die valideste Temperatur an, wo bringe ich denjenigen hin, wie ist der Ausgangswert, was mache ich mit dem. Handkatheter und Rektum ist natürlich eine Möglichkeit, in der Präklinik meistens schlecht durchführbar, weil man ihn dann entkleiden müsste und da liegt er da drauf. Also welches Material verwenden wir? Dort habe ich eben ein Foto mitgebracht von dieser klassischen, sagen wir, Tympanon-Sonde, die in der Bergrettung verwendet wird, die einfach die genaueren und für die niedrigeren Temperaturen zugelassen ist. Ich habe leider keine Beschreibung mehr von dem guten Teil gefunden, wie tief, sagen wir, weil das andere Infrarotthermometer, habe ich gelesen, darf man bei Umgebungstemperaturen zwischen 10 und 40 Grad verwenden. Gut, wenn ich jetzt zu einer Hypothermie fahre, kann es natürlich auch sein, dass es draußen 20 oder 15 Grad hat, aber wenn wir jetzt bei den Temperaturen wie jetzt draußen irgendwann am Berg unterwegs sind und es pfeift der Wind mit 40, 50 km/h, ist es natürlich eine Sache, wenn ich dieses Gerät auspacke, hat es binnen Sekunden wahrscheinlich 0 oder minus 10. Jeder kennt es vom Handy, wenn man es auspackt für ein Foto, dann funktioniert es genau für 3, weil dann der Akku bereits leer ist. Generell frage ich gerne in die Runde, hat jemand an einem Notanstützpunkt dieses Thermometer oder gibt es ein Thermometer mit Thermistortechnik oder werden dort nur Infrarottechniken verwendet? Was gibt es am Christophorus? Ösophagussonde. Ja. Generell weiß man, dass die Mortalität eben gerade auch bei Polytrauma-Patienten steigt mit Abnahme der Körperkerntemperatur und man weiß immer, naja, wenn man ein Polytrauma hat und transportiert, wird es sicherlich hypotherm
sein oder werden, bis man es im Krankenhaus hat. Und generell wird, glaube ich, relativ wenig noch in der Präklinik, also auch innerklinisch, der ganzen Temperaturgeschichte, wie soll ich sagen, genügend Aufmerksamkeit beigepflichtet. Wir von der Bergrettung in der Steiermark haben jetzt vor allen Dingen im letzten Jahr diesen Fred Easy Port ziemlich flächendeckend, sage ich mal, angeschafft, oder viele Ortsstellen haben den genommen. Das ist momentan eigentlich das kleinste Gerät und das ist für uns recht praktisch, weil man eben das Gerät mitnehmen kann und tatsächlich vor Ort jemanden monitieren kann. Mit den großen Klebepads ist das auch viel besser, als wenn ich die kleinen EKG-Pickel habe, und ein großes Monitoring wäre sonst nicht möglich. Und damit kann ich zumindest eine Ableitung haben und ungefähr wissen, wo ich stehe mit dem Patienten. Die maschinellen Herzdruckmassagegeräte, da gibt es jetzt ein neues von der Firma Schiller, das angeblich jetzt derzeit am leichtesten und am kleinsten ist. Es hat zwar, wie der Hersteller schreibt, unter 3,5 Kilogramm. Ich nehme an, kurz drunter, unter 3,5, und es ist natürlich ein Gerät, was man natürlich mit einem Auto irgendwo hinbringen kann. Mit der Bergrettung wird es jetzt eher nicht durch die Gegend geschleppt werden, für den Fall, dass. Da gibt es durchaus anderes und Wichtigeres. Die Therapie, was machen wir jetzt, wenn wir diagnostiziert haben, welchen Grad derjenige oder diejenige von einem an Grad in Hypothermie hat? Was machen wir mit demjenigen? Bei der Hypothermie Grad 1, warme Umgebung, Kleidung, Haube, Handschuhe, warme, süße Getränke, kein Alkohol, das dürfte also jetzt bekannt sein. Das aktive Bewegen und Zittern bringt eine Wärmeproduktion bis zum Sechsfachen von der normalen Wärmeproduktion, die wir haben. Bei der Hypothermie Grad 2 soll man schon bereits Sauerstoff geben. Es schützt angeblich, es wird in einigen Literaturbeispielen genannt, das Myokard vor den Arrhythmien. Vorstellbar ist es durchaus, so richtig gute Evidenz gibt es dafür nicht, wenn vorhanden. Monitoring, EKG und Temperatur, und damit habe ich eigentlich schon so ungefähr, weiß ich, wo ich liege und wie derjenige sich oder diejenige sich entwickelt. Ab da, wie gesagt, die minimalen Bewegungen bitte darauf aufpassen, dass derjenige liegend gelagert wird und immobilisiert wird und nicht vor allem passiv durch die Gegend bewegt wird. Die minimalinvasive und aktive externe Erwärmung, da komme ich später noch drauf, was man da alles machen kann zur Isolierung. Die klassischen Rettungsdecken gibt es zum einen eben für diese passiven und aktiven nicht-invasiven Erwärmungen. Es gibt die klassische Rettungsdecke, die eigentlich in jedem Erste-Hilfe-Kasten und in jedem Verbandskasten von jedem Auto zu finden ist. Es gibt diese Blizzard Survival Performance Systeme, das sind diese mehrfachen Aludecken, die noch Luftkammern dazwischen haben. Dann gibt es die Ready Heat Decke, was diese chemischen Elemente hat, wenn man die aufreißt, die mit Sauerstoff oder mit Luft Sauerstoff in Verbindung kommen, sich dort aufwärmen. Dort bietet es sich immer an, wenn man in die Nähe des Patienten gelangt, die brauchen meistens so ungefähr eine halbe Stunde, bis sie tatsächlich richtig Wärme entwickeln. Und dann gibt es diese wiederverwendbaren Wärmebeutel. Thermarestmatten und Biwaksäcke, das erklärt sich von selbst. Gewöhnlich sinkt die Körperkerntemperatur zwischen 1 und 3 Grad. Und während des Transports, also ein wirkliches Wiedererwärmen während des Transports ist nicht zu denken, eher schützt man denjenigen vor weiterem schnellen Auskühlen. Ja. Mir ist nicht bekannt, dass Notanstützpunkte, irgendjemand hat gesagt, irgendeiner hat es angeblich, weiß nicht, ob die aktive Wärmebeutel dabei, die wiederverwendbaren, ja. Wir haben es nicht, und wir haben damals jetzt bei dem kleinen Kind haben wir dann eben warme Infusionen einfach genommen, ausgepackt, die Beutel und draufgegeben. Und es bietet sich natürlich an, dass man als RTW-Mannschaft dort natürlich kräftig einheizt oder als Notarztsystem, als NRW, und natürlich mehrere Decken zur Verfügung hat, dass man diejenigen adäquat versorgen kann. Wie soll das Ganze ungefähr ausschauen? Da gibt es diese klassische Hiebler-Packung. Man sollte den Körperkern, also die Arme zunächst nach oben tun, die Wärmematten, das ist so eine Matte wie die Ready Heat, ähnlich mit diesen Wärmeelementen, um den Körperkern herumschlingen, das Ganze dann isolieren. Wird nicht mehr empfohlen, denjenigen auf Biegen und Brechen auszuziehen, auch wenn die Kleidung nass ist. Es ist viel wichtiger, denjenigen dann zu isolieren, beziehungsweise die
wärmenden Schichten dann vor der Feuchtigkeit vom Patienten zu schützen. Also zuerst wird der Körperkern eingepackt mit Wärmeelementen und einer Aludecke. Danach kommen weitere Decken, Jacken und was ich zum Unterlegen kann man Rucksäcke verwenden, alles Mögliche. Weitere Decken drumherum und am Ende nochmal eine Aludecke bzw. eine Biwaksack. So sieht es dann ungefähr aus, wenn man es mit einem Biwaksack mit solchen Schneebällen verschnürt. Und dort sehen wir wieder das Thermometer oben auf der Stirn, dass man das gut monitorisieren kann. Über einen Mythos bin ich gestolpert, was ich kurz näher bringen möchte, ist der Wärmeverlust über den Kopf. Das finde ich mir ganz interessant, weil es wird eigentlich überall immer berichtet, über den Kopf verliert man so viel Wärme. Das Ganze kommt unter anderem aus einem Army Survival Manual und besagt, rund 40-45% verlieren wir über den Kopf an Wärme. Das beruht auf einem Test, wo die in einen isolierten Anzug hineingesetzt haben, irgendwo hingestellt haben bei arktischen Temperaturen und der Schädel war ganz frei und dann haben sie irgendwie gemessen mit einer Thermokamera und haben gesagt, naja, da geht ziemlich viel Wärme über den Kopf verloren. Klar, weil der Rest war relativ gut isoliert und eingepackt. Ja, wenn man sich das jetzt kurz überlegt, 15% vom Herzzeitvolumen versorgen oder laufen ungefähr durchs Gehirn. Wir haben natürlich relativ wenig Fettmasse zur Isolierung da oben. Das Zittern ist relativ schwierig mit dem Kopf, dass wir da oben direkt vor Ort, sage ich mal, Wärme produzieren. Und meistens ist er unbedeckt. Je nach Friseur oder Haarpracht haben wir dann mehr oder weniger was an wärmenden Schichten. Wir haben 9% der Körperoberfläche nach dieser 9er-Regel, 16% beim Kind und 18% beim Säugling. Der wird schon wieder extrem wichtig. Da wissen wir alle schon, das hören wir immer wieder, vor allem bei den Kindern soll man den Kopf bedecken. Es gibt dazu aber Studien und auch Berichte, dass die zum Beispiel gesagt haben, dass es eigentlich keine Besonderheiten gibt beim Kopf vom Wärmeverlust. Und der Wärmeverlust über den Kopf wäre bei diesen Leuten von der Army wahrscheinlich auch kleiner als 10% gewesen, wenn sie in der Bauthosen die ganze Studie gemacht hätten und eben nicht in einem isolierten Anzug dort gewesen wären. Das ist ganz wichtig bei der Wiedererwärmung. Es gibt irgendwie verschiedene Meinungen. Soll man jetzt den Kopf mit wieder erwärmen oder nicht? Es gibt da durchaus Personen, die in der Meinung sind, nein, weil diese zerebrale protektive Hypothermie geht dann verloren. Und es gibt sogar Tierversuche, die zeigen, dass Glutamat und Laktat Anstieg oder zu einem höheren Anstieg kommt, wenn man direkt und ein schnelles Erwärmen des Kopfes hervorruft. Und andere haben herausgefunden, ob ich jetzt den Kopf oder den Stamm den Torso erwärmen, ist eigentlich egal, es geht beides ungefähr gleich schnell. Sollen wir jetzt demjenigen eine Haube anziehen, ja oder nein? Präklinisch wissen wir eigentlich, dass derjenige sowieso weiter auskühlt und ja, wir verlieren natürlich Wärme über den Kopf, nur nicht proportional mehr als über andere Körperteile. Deswegen in der Präklinik, ja, würde ich demjenigen auf jeden Fall eine Haube oder derjenigen eine Haube aufsetzen und Schutz vor weiterer Auskühlung und beim Wiedererwärmen nein, weil es geht nicht schneller, wenn ich den Kopf erwärme oder vor allem den Kopf und eventuell schadet es eigentlich dem Gehirn, was ja von dieser Hibernation eigentlich profitiert, dass der Sauerstoffbedarf verringert ist. Zur weiteren Hypothermieversorgung bei dem Grad 3 ist weiterhin eben natürlich die Sauerstoffgabe. Das Atemwegsmanagement wird dann immer wichtiger, weil die Leute eben nicht mehr bei Bewusstsein sind. Intubation gibt mir natürlich eine bessere Sauerstoffversorgung, eine bessere Möglichkeit der Beatmung bzw. ja, Oxygenierung und auch Ventilation. Die Gefahr, dass eben auch durch die Intubation Arrhythmien ausgelöst werden können, ist beschrieben, aber sehr gering. Also es wird durchaus in der Literatur empfohlen, denjenigen bei Bewusstlosigkeit auf jeden Fall zu intubieren, weil er davon mehr profitiert als der Gefahren entstehen. Messen sollte man, wenn möglich, Sauerstoffsättigung. Das steht so schön in der Literatur. Wahrscheinlich, wenn der, sagen wir mal, 24 Grad Körperkerntemperatur hat, werde ich mir relativ schwer tun, irgendwann eine Sauerstoffsättigung zu messen. Wenn es mir möglich sein sollte, dann sollte ich mich daran orientieren und ihn einfach zu einer normalen Sättigung bringen. Also nicht über- oder hyperoxygenieren. Die Arrhythmien, außer natürlich beim Flimmern, verschwinden zumeist spontan bei der Wiedererwärmung. Also da brauche ich nichts Spezielles zu machen. Und bei dem Grad 4
ist natürlich die O2-Gabe, Intubation, CPR an erster Stelle. Die ENC-Guidelines besagen uns, dass wir 3 Defibrillationsversuche haben unter 30 Grad Körperkerntemperatur. Die American Heart Association sieht das ein bisschen anders und sagt, Defibrillation und Adrenalin unter 30 Grad sind durchaus möglich. Und es gibt auch diverse Fallberichte, wo die Leute mit 24 oder 26 Grad Körperkerntemperatur in den Spontankreislauf zurückspringen unter Defibrillation. Aber es sind eher wenige und deswegen hat sich wahrscheinlich die ERC dazu entschlossen, das so zu empfehlen. Grundsätzlich zu den Medikamenten, es sind natürlich toxische Spiegel möglich und weil sich das ansammelt, auch die Metabolisierung von den Medikamenten ist natürlich stark herabgesetzt. Gerade bei Succinylcholin oder dem Lystenon kann es zu einer Fehleinschätzung kommen, weil natürlich das Kalium weiter steigt und vielleicht der Stefan später dazu noch mehr sagen wird, gerade bei der Triage der Lawine, dass sehr wichtig ist. Kavakatheter oder zentrale Zugänge sollten femoral gelegt werden, weil es eben dort auch möglich ist und ich damit die Gefahr der Arrhythmien beim Platzieren oder beim Legen dort vermeide. Unter 30 Grad sollen keine Medikamente gegeben werden, über 30 Grad Körperkerntemperatur soll das Intervall verdoppelt werden und ab 35 ist dann wieder die ganz normale Applikation empfohlen und die Defibrillation nochmal eben unter 30 Grad dreimal versuchen und über 30 Grad normal. Eine kleine Besonderheit gibt es bei der Reanimation, weil jeder kann sich vorstellen, wenn ich jetzt jemand, egal ob von der Lawinenausgabe oder sonst irgendwo ist und der ist dort hypotherm, was mache ich jetzt mit demjenigen, der hat 28 oder 25 Grad Körperkerntemperatur, wäre ihn zum Reanimieren, aber ich weiß genau, es ist neblig, der Reini wird nicht kommen mit dem Hubschrauber, wie bringe ich denjenigen dort dann weg? Da gibt es jetzt 2015 in ERC-Guidelines das erste Mal wirklich eine Empfehlung, unter anderem von den Herrschaften da unten zu lesen oder aufgrund dieser Beobachtungen, dass man eben durchaus 5 Minuten reanimieren kann, dann 5 Minuten, steht so schön drin, Pause. Also in der Pause sollte man natürlich schauen, dass man weiterkommt, also transportiert und dann wieder 5 Minuten reanimiert. Bei 20 Grad Körperkerntemperatur oder unter 20 Grad Körperkerntemperatur kann man sich 5 Minuten reanimieren und 10 Minuten transportieren erlauben. Natürlich sollten diese Zeiten so kurz wie nötig gehalten werden. Und jeder, der, glaube ich, mal draußen jemand reanimiert hat oder unter Reanimation selbst innerhalb Graz durch die Gegend geführt hat, weiß, dass das extrem schwierig ist, wenn man nicht so ein mechanisches Device zur Verfügung hat. Wer gehört nun wohin? Mit der Hypothermie Grad 1 ins nächstgelegene Krankenhaus. Grad 2 kommt in ein Krankenhaus mit Intensivstation, weil wir immer davon auch ausgehen müssen, im Grad 2, dass derjenige weiter auskühlt, bis wir dann eigentlich dort sind. Ja. Und beim Grad 3, da gibt es diese Empfehlung unter 90 mm Hg, Körperkerntemperatur unter 28 Grad und ventrikulären Arrhythmien sollte man bereits in Erwägung ziehen, dass das Opfer oder den Patienten in ein Spital zu bringen, wo eine extrakorporale Life Support möglich ist. Und beim Vierer natürlich sowieso. Die Wiedererwärmungsdaten mittels Lavagen haben ungefähr 10% ROSC und bei den ECMO-Patienten haben die bis zu 100%. Also es ist schon eine extreme Diskrepanz zwischen, wenn ich jemanden irgendwie schaue, aufzuwärmen in der Peripherie oder in ein Zentrum bringen, wo ich ein ECMO zur Verfügung habe. Ja, mit was kann ich jetzt wieder erwärmen oder was bringt wie viel? Die Möglichkeiten der Wiedererwärmung, die warme Umgebung, warme gezuckerte Getränke, das heißt immer warme gezuckerte Getränke, nein, kaltes werde ich demjenigen nicht zur Verfügung stellen oder anbieten, das möchte er wahrscheinlich nicht trinken. In Wahrheit ist aber das warme oder der warme Tee bringt nicht so viel, weil wenn man sich überlegt, man wiegt, ich weiß nicht, 70 Kilo und man hat dann 700 Milliliter, sind dann dementsprechend sehr wenig, von dem Gesamtvolumen, selbst wenn er fast 1 Liter trinken würde oder 700 Milliliter, hat er doch sehr wenig, was er mit diesem
maximal 40 Grad heißen Tee und seine Körperkerntemperatur, die vielleicht 32 Grad hat, werde ich sehr wenig mit diesem Tee anrichten. Aber es dient natürlich irgendwo dem Komfort des Patienten, der wird es euch trotzdem danken. Und das, was vor allen Dingen was bringt, ist der gezuckerte Tee. Also wenn ich jemandem dort was anbiete oder die Möglichkeit habe, durchaus viel Zucker hineinzuschmeißen, und der soll richtig süß sein, der soll fast Ständezucker, dassjenige eben viel Zucker, die Möglichkeit hat, viel Zucker aufzunehmen und in Energie umzuwandeln. Das Ganze bringt ungefähr 0,5 bis 4 Grad pro Stunde. Die aktive Bewegung und die passive Wiedererwärmung 1 bis 5, das ist schon sehr weit auseinander. Und diese Warmluftgebläse bringen angeblich 0,5 bis 4. Ich finde 4 extrem viel. Auch aus dem klinischen Alltag heraus beobachtet, wenn jemand einmal kalt oder kalt bei der Operation kalt geworden ist, ist er mit diesem Bärhackermatten oder diesem Warm Touch eigentlich vielleicht zu halten, aber jetzt nicht unbedingt, dass ich den 4 Grad pro Stunde wieder aufheize. Und das, ja. Peritonolar-Lavagen sind 1 bis 2 Grad beschrieben, Blasenlavage 0,5 bis 1. Und das ist eventuell auch noch was, diese intravaskulären Katheter, also Coolguard oder Quattro, das sind diese Katheter, die in die Leiste eingebracht werden, die praktisch eine Flüssigkeit, der Katheter wird praktisch, da sind kleine Ballons drauf und diese Ballons werden mit einer Warmflüssigkeit umspült und gehen wieder zurück. Also die gehen nicht direkt in den Körper rein und raus, sondern der Katheter liegt dort. Ich habe gleichzeitig einen zentralen Zugang und wir haben letztens eine Patientin gehabt, die ist mit 26,9, glaube ich, gekommen. Da haben wir das gelegt. Da haben wir ungefähr 2,5 Grad pro Stunde geschafft. Ja, die venovenöse ECMO bzw. venoarterielle ECMO ist eigentlich der Golden Standard bei der Wiedererwärmung. Da schaffe ich 4 bis 10 Grad pro Stunde. Die Herz-Lungen-Maschine wird eigentlich jetzt, oder der Bypass wird nicht mehr so empfohlen, weil da die Heparinisierung deutlicher ausfällt und das andere eben weniger invasiv ist natürlich. Bei der Wiedererwärmung ist darauf zu achten, dass diejenigen grundsätzlich ist derjenige so schnell wieder zu erwärmen, wie es eigentlich geht oder wie das Device zulässt. Es wird dann relativ, durch die Vasodilatation bekommen die einen relativ großen Flüssigkeitsbedarf und der Katecholaminbedarf steigt auch rapide an. Dazu nochmal gesagt, dass das möglichst femoral appliziert werden sollte. Umso wärmer derjenige natürlich wird oder diejenige, umso eher kann ich natürlich auch von oben irgendwo einen zentralen Venenkatheter setzen. Die ECE-Guidelines 2015 sagen, die weitere Behandlung erfolgt eben gemäß den Standards der Postreanimationsversorgung. Früher hieß es dann einmal eben diese permissive oder diese protektive Hypothermie nach eben Stillständen. Mittlerweile ist das ja, wird das, glaube ich, abteilungsverschieden gehandhabt. Mittlerweile also so richtige, klare, habe ich noch nicht erlebt, weder bei uns auf der internen noch irgendwo anders, wie man da jetzt weiter vorgeht eben. Lasse ich sie noch für 12, 24 Stunden leicht hypotherm oder wärme ich sie ganz bis zum Ende auf? Das Erwärmen ohne extrakorporales Live-System haben diese Herrschaften gezeigt, dass es durchaus möglich ist, eben in der Kombination, wenn man eben, die waren 100 Kilometer von einem Zentrum entfernt, sie haben eine Peritonoallavage mit 40 Grad warmem Wasser mit diesem Level 1 genommen, haben das auf der einen Seite hineingepumpt, auf der anderen Seite ausgelassen, haben dazu warme Infusionen von irgendwo, glaube ich, von oben her gegeben und eben dieses Warmluftgebläse genommen und haben damit ab 30 Grad die Körperkerntemperatur 6 bis 10 Mal alle 6 bis 10 Minuten 1 Milligramm Adrenalin verabreicht, wird nach den ERC-Guidelines empfohlen, alle 2 Minuten defibrilliert. Und nach 5 Stunden insgesamt haben sie die CPR leider beenden müssen oder beendet, weil derjenige nicht wiedergekommen ist. Aber es ist eben gezeigt worden, dass die auch 6,8 Grad, oder das ist, glaube ich, das am meisten beschriebene in der Literatur, auch in der Peripherie es möglich ist, jemanden mehr als die 3, 4, 5 Grad pro Stunde zu erwärmen, wenn man die Sachen kombiniert. Bringt das Ganze jetzt was, dass es eben das, wenn ich jetzt irgendwie jemanden halb erfroren habe und den eventuell unter intermittierender Hypothermie eine Stunde oder 2 Stunden irgendwo abtransportieren darf oder muss,
gibt es irgendwas, was vorhersagt, bringt es jetzt was oder bringt es vielleicht dann doch nichts mehr? Also die Reanimation mit gutem Outcome, die bei einer Körperkerntemperatur von 13,7 ist die mit Abstand kälteste und geringste Körperkerntemperatur beschrieben. Das war im kalten Wasser und relativ lange, eine lange Herz-Lungen-Wiederbelebung war 6 Stunden und 30 Minuten zum Beispiel, und das waren alles Leute mit einem, wie so schön, Full Recovery, wie es so schön heißt. Und die andere Dame, die ich da gefunden habe, 42 Jahre im Freien gefunden, bei 22 Grad Körperkerntemperatur begonnen, nach 130 Minuten eben an die ECMO gehängt und haben insgesamt dann 38 Schocks abgegeben, und erfolgreich ist es dann ab 30 Grad geworden. Also man sieht daran, dass es durchaus was bringen kann. Ein weiteres Beispiel noch vom Extremen. Ein 7-Jähriger untergetaucht im Eiswasser, der eben, vor allem das Wichtige da ist, dort das Kalium mit 11,3 Millimol gut überlebt hat. Und der andere Fall ist eben die mit der intermittierenden CPR, was auch ein gutes Outcome gegeben hat. Also alle diese Patienten haben ein gutes Outcome gehabt, obwohl sie eigentlich primär, sagen wir mal, von den Vitalzeichen natürlich und auch von dem, was man sich so überlegt, wie lange sie wo, unter welchen Umständen reanimiert worden sind, für ein eher schlechtes Outcome gesprochen hätten oder was man sich grundsätzlich eventuell erwarten würde. Gibt es nun einen präklinischen Prädiktor dafür? Nein, den gibt es nicht, weil es gibt zum Beispiel eine retrospektive Studie aus Norwegen, die haben von 85 bis 2013 haben die 34 Opfer sich angeschaut, die dort alle auf die Universitätsklinik gebracht worden sind. Sie hatten alle einen Herz-Kreislauf-Stillstand, sie sind alle an eine ECMO- oder Herz-Lungen-Maschine gehängt worden, bis 99, ich habe nicht genau herausgefunden, weshalb, haben sie keine Überlebenden gehabt. Danach haben sie 9 von 24 gehabt. Und das Interessante finde ich, weil immer wieder das Kalium angeregt wird, das höchste Kalium eines Überlebenden war bei 5,9. Das war signifikant niedriger als bei den Überlebenden als bei den Verstorbenen. Allerdings gab es auch 8 Tote, die das Kalium unter 5 hatten. Und wie wir gesehen haben, der eine Bub, der 7-Jährige, der hat 11,3, und der hat das problemlos, also problemlos vielleicht nicht, aber mit einem sehr guten Outcome überlebt. Also das Kalium heißt nach wie vor größer 12, oder dann kann man davon sprechen, dass derjenige irreversibel tot ist. Vorher ist es relativ schwierig, auch wenn es einem vielleicht eher eine Tendenz geben kann. Des Weiteren auch keine höhere Überlebensrate bei kürzerer CPR, haben Sie zeigen können. Es gibt zwar Studien, die das zeigen, aber die bei Ihren Fällen, bei den 9 Überlebenden war jetzt nicht, und bei den Verstorbenen nicht, um wie lange sie jetzt reanimiert worden sind, ob das eine Stunde, 2 oder 3 gedauert hat. Damit bin ich am Ende mit dem Überblick über die Hypothermie. Und ja. Danke für den spannenden Vortrag. Applaus